Für die Fraktion der Linken hat jetzt der Abgeordnete Dr. Wilken das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eine funktionierende, auf allen Ebenen funktionierende Justiz ist unerlässlich für unsere Gesellschaft. Nicht nur bei Opferschutz und Gewaltprävention, sondern auch bei vielen Aspekten des alltäglichen Lebens, bei Rechtsstreitigkeiten mit Behörden, z.B. wegen Versagung von Leistungen, bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, in Sorgerechtsstreitsachen oder auch nur bei den notwendigen Regelungen nach einem Todesfall. Und, meine Damen und Herren, eine funktionierende Justiz heißt, die rechten Kräfte in unserem Land in die Schranken zu weisen und nicht, wie mein Vorvorredner, ihnen Tür und Tor öffnen zu wollen. Justiz ist mehr als Das Wort Vernichtungswerk weise ich aber mit aller Schärfe zurück. Justiz ist mehr als Staatsanwaltschaften, Richterinnen und Richter. Doch fangen wir mal mit denen an. Seit Jahren beklagt der Deutsche Richterbund vor allem eins: Richterinnen und Richter kommen mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Die Staatsanwaltschaften erst recht nicht. Zu viele Verfahren, zu wenig Stellen. Die Justiz ist massiv überlastet. Das gefährdet nicht nur die Gesundheit der überarbeiteten Personen, sondern auch die Funktionsfähigkeit der Justiz und damit den Rechtsstaat. Diese starke Überlastung ist auch im Hause die ganzen Jahre nicht unbekannt gewesen. Im Gegenteil, immer wieder, nicht nur von uns, kritisch hier angesprochen worden. Insofern waren die Skandale, wie z.B. die Tatsache, dass in diesem Sommer mutmaßliche Straftäter aus der Untersuchungshaft entlassen werden mussten, weil die Hauptverhandlung aufgrund von Überlastung nicht terminiert werden konnte, das sind alles Skandale mit Ansage gewesen. Überstunden sind leider die Regel in der Justiz. Sehr viele Richterinnen und Richter machen 5 oder mehr Überstunden die Woche ohne jeglichen Ausgleich. Letzteres ist in der Justiz nicht vorgesehen. Zudem arbeiten Richterinnen und Richter am Wochenende oder an Feiertagen. Dazu kommt bei den Amtsgerichten die Ruf- und Eilbereitschaft nachts und auch am Wochenende. Ein besonders relativ neues Problem, und Sie haben es auch angesprochen, Herr Minister, sind diese Massenverfahren wie der Dieselkomplex oder Fluggastrechteverfahren. Und die sind, muss man leider so sagen, leider zu einem guten Geschäft für Teile der Anwaltschaft geworden. Zum Teil wird da mit künstlicher Intelligenz gearbeitet, um möglichst viele komplizierte Vorwürfe vor Gericht zu bringen. Aber auch die Komplexität zum Teil international geprägter Strafverfahren hat deutlich zugenommen. Wir erkennen durchaus an, Herr Poseck, dass Sie auch an der Stelle aktiv werden, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Tatsächlich hat die gerade von mir dargestellten und nicht nur von mir dargestellten beklagte Überarbeitung schon lange objektiv messbar geworden durch das Personalbedarfberechnungssystem, liebevoll kurz PEPSI genannt. Dabei werden für alle anfallenden Aufgaben Standardbearbeitungszeiten festgelegt, wie vergleichbar bei Akkordarbeit. Je nachdem, wie viele Verfahren an den Gerichten und Staatsanwaltschaften eingehen, lässt sich so ein bestimmter Personalbedarf ermitteln. Vergleicht man diesen errechneten Personalbedarf mit dem tatsächlichen Personalbestand, zeigt sich, wie groß die Personallücke an hessischen Gerichten ist. Ich will nicht verschweigen, dass dieses PEPSI durchaus umstritten ist, aber das ist das beste System, was wir haben. Deswegen müssen wir mit diesen Zahlen arbeiten, weil dieses System im System grob abbildet, wie hoch der Personalbedarf ist. Und wenn man dann hingeht und den Personalbedarf nach PEPSI berechnet, was Sie ja auch tun, dann sollte unserer Meinung nach die Landesregierung die Zielvorgabe einer PEPSI-Belastung von 100%
also Volllast verfolgen. Sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Aber seit mindestens 10 Jahren liegt die Belastungsquote der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwaltschaft bei deutlich über 100%, zum Teil bei knapp 140%. Diesen Fakt hat die Landesregierung schlicht ignoriert, jahrelang ignoriert und damit die hessischen Richterinnen und Richter im Regen stehen gelassen. Das ist so auch nicht mehr gut zu machen. Herr Minister, wir begrüßen ausdrücklich, dass sich jetzt etwas bewegt. Aber wir müssen es doch einordnen. Der Richterbund hat im Juli dieses Jahres 200 Richterinnen und Staatsanwälte gefordert. Sie schaffen nun 100 Ehrstellen im Doppelhaushalt. Das kann also nur ein erster Schritt sein. Und ich weiß, Herr Posig, dass Sie das auch wissen. Sie sagen nämlich selbst, dass die Belastung der Staatsanwaltschaft nach Schaffen dieser Stellen dann immer noch bei 120% liegen wird, also noch immer viel zu hoch. Und auch, ob es nicht noch weitere Massenverfahren geben wird, man kann das nicht sicher sagen, ist aber doch nicht unwahrscheinlich. Und wenn man jetzt noch bedenkt, was alles liegen geblieben ist, müssen hier weitaus mehr Stellen geschaffen werden. Außerdem, meine Damen und Herren, es bleibt dabei, das Problem, welches Sie jetzt angehen, und wir begrüßen, dass Sie das angehen, das Problem, dass es das überhaupt gibt, hat die CDU verschuldet. Manchmal mit Unterstützung der FDP, aber im Wesentlichen die CDU verschuldet. Ihre Aktivität zeigt jetzt unmissverständlich auf, was Ihre Vorgängerin im Amt alles sträflich unterlassen hat. Das büßen wir jetzt alle, allen voran die überlasteten Justizmitarbeiterinnen, aber letztendlich die gesamte Gesellschaft. Zu einem anderen Aspekt, der ist auch schon von Vorrednern angesprochen worden. Möglich wäre sicher auch eine Entlastung der Staatsanwaltschaften durch Entkriminalisierung bestimmter Delikte. Auch Sie, Herr Posek, haben das angesprochen. Der Bundesjustizminister hat eine Überprüfung des Strafgesetzbuches dahingehend in Aussicht gestellt, welche Strafnormen noch zeitgemäß sind. Durch eine Entkriminalisierung von Delikten wie Fahren ohne Fahrschein, Cannabiskonsum und Ähnlichem würden eine Menge an Kapazitäten der Staatsanwaltschaften frei. Hiermit muss der Stellenaufwuchs flankiert werden, damit eine nachhaltige Entlastung eintritt. Zu einer anderen Problemfacette. Man kann Stellen schaffen, wie man will, wenn es am qualifizierten Nachwuchs fehlt. Und hier muss außerdem mitgedacht werden, dass wir vor einer Pensionierungswelle stehen. Also nicht nur die neu geschaffenen Stellen sind zu besetzen, sondern auch noch die frei werdenden. Und dass das schwierig sein wird, hat vielfältige Gründe. Die Besoldung ist nicht wettbewerbsfähig. Da tun Sie jetzt was. Aber auch mit diesen Schritten, auch mit den Ihnen auf den Weg gebrachten Erhöhungen um 250 Euro, kann doch niemand mit den im Rhein-Main-Gebiet gezahlten Gehältern in Kanzleien und in der Wirtschaft konkurrieren. Und deswegen ist es umso bedeutender, dass die Justiz eine besondere Attraktivität am Arbeitsplatz schaffen muss. Es geht Menschen am Arbeitsplatz schon lange nicht mehr alleine ums Geld. Und da müssen wir doch konstatieren, besonders modern stellen sich die Arbeitsplätze in der hessischen Justiz nicht dar. Die Digitalisierung der hessischen Justiz hat im Prinzip noch nicht stattgefunden. Eine aktuelle Studie von IBM Deutschland zeigt Wege auf, wie es funktionieren kann. Zur aktuellen Situation liest man dort, digitale Kommunikation mit den Bürgern findet heutzutage praktisch nicht statt. Nach Auffassung der Studienautoren müssen sich die Strukturen ändern. Allein mehr IT-Personal zu haben, wie Sie es auch vorsehen, hilft also nichts. Meine Damen und Herren, wenn die Anwälte ihre Schriftsätze elektronisch einreichen, diese dann aber ausgedruckt und abgeheftet werden müssen, dann hat das nichts mit einem Digital Workflow zu tun.
In der Außenkommunikation kann die Justiz aktuell mit E-Mails nichts anfangen. Dass sie manchmal telefonisch auch nicht zu erreichen ist, ist noch einmal ein anderes Problem. Das sind aber Symptome, dass die hessische Justiz von der gesellschaftlichen Entwicklung abgehängt ist. Meine Damen und Herren, ich komme zu einem anderen Bereich des Rechtssystems, der Rechtspflege. Die Belastungssituation gerade bei den Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern ist viel zu hoch und hat lange Erledigungszeiten bei den Amtsgerichten in wichtigen Bereichen zur Folge. Dort schaffen sie jetzt gerade einmal 35 Stellen. Das ist viel zu wenig. Diese Verfahren betreffen die hessischen Bürgerinnen und Bürger viel unmittelbarer und gerade auch in wirtschaftlicher Hinsicht sehr stark. Ein großer Teil der Bürgerbeschwerden, die leider in den letzten Jahren in stärkerem Maß zu verzeichnen sind, beziehen sich nämlich auf Grundbuch, Handelsregister, Vereinsregistersachen sowie Nachlassverfahren. Hier besteht aufgrund des Mangels an Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern zum Teil sehr lange Erledigungszeiten. Und, meine Damen und Herren, viele der Vorrednerinnen haben das auch schon gesagt, eine Justizgewährung, die nicht zeitnah erfolgt, beschädigt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat. Ein Aufwuchs von 55 Rechtspflegerstellen ist ein guter Anfang, reicht hingegen nicht aus, um den gegenwärtigen Zustand spürbar zu verbessern. Kommen wir noch einmal zurück zur Frage der Digitalisierung der Justiz. Und ich betrachte einen weiteren Bereich, die Justizvollzugsanstalten. Im Prinzip ist die Situation der Gerichte insofern vergleichbar mit denen der Insassen in Justizvollzugsanstalten. Da ist auch niemand online. Auch hier mahnen wir immer wieder eine Anpassung an die gesellschaftliche Entwicklung an. Begrenzter Internetzugang für Inhaftierte, digitale Kommunikation zwischen Inhaftierten und Bediensteten. Auch hier müssen Konzepte entwickelt werden, die zukunftsfähig sind, um die Kommunikation zu vereinfachen und so auch die Arbeitsbelastung für die Bediensteten zu verringern. Aber im Justizvollzug liegt noch viel mehr im Argen. Der Justizvollzug wurde in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt. Laute Rufe der Bediensteten nach Entlastung verhallten ungehört an den Außenmauern des Justizministeriums. 43 neue Stellen für den Justizvollzug helfen dort überhaupt nichts. Herr Poseck, Sie waren auch beim Gewerkschaftstag des Bundes der Strafvollzugsbediensteten, und Sie haben die Rede von Frau Kannegießer gehört. Sie haben dort gehört, dass der Justizvollzug 130 unbesetzte Stellen hat und mit noch weiteren Stellen im Prinzip nichts anfangen kann, weil sie gar nicht wissen, wie diese besetzt werden sollen, weil der Beruf unattraktiv ist. Die Vergütung miserabel für die hohen Anforderungen, denn die Bediensteten tragen eine hohe Verantwortung, die sie gar nicht mehr tragen können, weil es schlichtweg zu viel geworden ist. Die Personalbemessung ist fehlerhaft, sodass immer ein Mangel herrscht. Ich möchte aus der Rede von Frau Kannegießer zitieren, weil es wichtig ist, dass sie auch hier im Hause gehört wird. Frau Kannegießer: Alle haben mittlerweile Angst, dass es in dieser Personalnot demnächst irgendwo knallt, richtig knallt. Damit meinen wir Gehorsamsverweigerung und Revolte, Gewaltübergriffe, Geiselnahmen. Das sind nicht meine Worte. Das hat Frau Kannegießer gesagt. Wenn das kein dringlicher Handlungsauftrag ist, wir erwarten von Ihnen, Herr Poseck, dass Sie hier umgehend einen Plan vorlegen, wie Bedienstete entlastet, Strukturen verbessert und der Beruf aufgewertet werden kann. Und als allererste Maßnahme, das verstehen jetzt nur die wenigsten, die sich mit dem Strafvollzug in Hessen beschäftigen, aber ich sage es trotzdem, und als allererste Maßnahme sollten Sie noch heute den Erlass zum Feuerzugentzug zurücknehmen. Dieser Erlass wälzt die Verantwortung für Haftbrände auf Bedienstete ab, was für sich schon ein Unding ist. Wenn Bedienstete jetzt auch noch kontrollieren müssen, wer tauglich für den Besitz eines Feuerzeugs ist, und aufpassen müssen, dass diejenigen, die kein Feuerzeug haben dürfen, an keins gelangen und dazu eine Raucherbetreuung einrichten müssen für diejenigen, die trotzdem rauchen wollen, dann grenzt das an Schikane. Meine Damen und Herren, zum Schluss noch ein paar Sätze zu einer
anderen Folge des Kochschen Kahlschlags in unserem Land, den wir selbstverständlich in den Justizbehörden, in den Gerichten bis heute noch beklagen müssen. Ein anderer Folge der Kochschen Politik ist die Projekteritis im Land Hessen. Es werden im Zweifelsfall Projekte aufgelegt, anstatt strukturelle Maßnahmen zu ergreifen, um zu Verbesserungen in diesem Land zu kommen. Das ist im Bereich der Justiz zum Glück nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel im Bereich der Sozialpolitik, aber auch im Bereich der Justiz. Ich nenne nur ein Beispiel, das Projekt Auftrag ohne Antrag. Das Projekt zielt darauf ab, die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen durch die Vermittlung von gemeinnütziger Arbeit, Ratenzahlungen oder sogar direkten Zahlungen abzuwenden. Was Gutes sollte nicht Projektstatus haben, sondern was Gutes sollte strukturell umgesetzt werden in diesem Land. Damit kämen wir auch ein paar Schritte weiter. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Wir begrüßen, dass auch die Hessische Landesregierung mit ihrer Person, Herr Poseck, jetzt sich auf den Weg macht, die Situation an hessischen Gerichten und nicht nur dort deutlich zu verbessern. Aber es bleibt noch viel Luft nach oben, insbesondere was die Attraktivität des Arbeitsplatzes in der hessischen Justiz anbelangt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Wilken. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abg. Heinz das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte doch weite Strecken jetzt des Nachmittags den Eindruck, hier werden die Schlachten der Vergangenheit geschlagen. Eben wusste ich nicht mehr so genau, sind es jetzt die Schlachten der jüngeren Vergangenheit oder der etwas entfernteren Vergangenheit. Und da fiel immer der Name Koch und Justiz und so. Da habe ich zwischendrin habe ich mich dann gefragt, meinen Sie Roland Koch oder Karl-Heinz Koch? Der war nämlich auch mal Justizminister. Aber ich will jetzt weder die 80er Jahre noch die Nullerjahre bemühen, sondern wir wollen ja Politik für die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts gestalten. Und dementsprechend lautet ja auch der Titel der Regierungserklärung Hessens Justiz zukunftsfest machen. Und in Zukunft steckt ja eine Betrachtung tatsächlich der Zeit. Kleinen Augenblick, es ist etwas laut, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für den Redner. Im Begriff, noch diese Anmerkung zur Semantik zu machen, in dem Begriff Zukunft steckt ja eine Betrachtung auch der Zeit, die vor uns liegt, nicht um der Zeit, die 20 oder vielleicht 40 Jahre hinter uns liegt. Deshalb will ich in allererster Linie auch mich mit der Zukunft der hessischen Justiz beschäftigen und nicht in der Vergangenheit, wie das einige Vorredner getan haben. Ich will aber auch noch einen Eindruck, der versucht wurde, eben zu erwecken, richtigstellen. Es wurde ja so der Eindruck erweckt, zum ersten Mal würde jetzt netto Personal in der Justiz aufgebaut. Das Gegenteil ist richtig. Seit der vorletzten Wahlperiode haben wir einen stetigen Nettoaufbau an Richterinnen und Richtern und weiterem Personal in der Justiz durch alle Bereiche hinweg. Und dieser Stellenaufbau wurde nicht erst durch den aktuellen Justizminister begonnen, sondern schon durch seine Vorgängerin Eva Kühne-Hörmann. Aber richtig ist auch, und das rechtfertigt diese heutige Regierungserklärung, der Stellenaufbau, der jetzt mit dem Doppelhaushalt 2023-2024 angestrebt wird, der hat wirklich historische Ausmaße. Diesen Begriff sollte man ja vorsichtig verwenden, aber in diesem Fall ist er wirklich gerechtfertigt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat vergangene Woche sogar kommentiert, man könne von einer Zeitenwende für die hessische Justiz sprechen. Ich bin mit diesem Begriff eher vorsichtig, denn spätestens seit der Scholz'schen Rede im Februar ist er, glaube ich, anders belegt, wird auch zu Recht anders verstanden. Und jede Analogie in den Begrifflichkeiten, glaube ich, verbietet sich hier. Aber wenn eine große deutsche Tageszeitung davon spricht, will ich ihr zumindest nicht widersprechen. Das ordnet das richtig ein. Es ist, einigen wir uns vielleicht drauf, ist ein historischer Stellenaufwuchs, der der hessischen Justiz zugutekommt. War es auch, die Justiz ist stark belastet. Das gilt beileibe nicht nur für die Richterinnen und Richter, sondern für alle Bereiche. Und das gilt auch, um es auch richtig einzuordnen, in allen 16 deutschen Ländern. Und der Justizminister hat das vorhin ja auch
richtig eingeordnet, unabhängig der Couleur, die dort jeweils regiert, glaube ich, durch alle Bereiche, ob das rote, schwarze, grüne, gelbe Minister sind in den Ländern. Alle sehen eine erhebliche Belastung derzeit. Und wir haben auch in allen Ländern leider, was hier auch angesprochen wurde, die vorzeitigen Haftbefehlsaufhebungen, zuletzt ein spektakulärer Fall in Rheinland-Pfalz. Wir hatten auch einen ähnlich spektakulären Fall in Bremen in der Vergangenheit. Auch da, glaube ich, sollten wir uns von dem politischen Klein-Klein lösen und einfach konstatieren, die letzten 2,5 Jahre waren sehr schwer und anspruchsvoll, gerade für die Justiz, die eben auf das mündliche Verhandeln angewiesen ist und nicht eben sich in den Videoraum zurückziehen konnte. Und wenn Sie, Herr Kummer, auch die Begründung in Rheinland-Pfalz mal genau lesen, ist dort eben auch ausgeführt, dass über diese Covid-Zeit eben zu wenig Verhandlungstage stattgefunden haben. Und dann kam es zu diesem Fall, der auch von vielen großen Boulevardmedien jetzt aufgegriffen wurde, auch zu Recht thematisiert wird, ob es in jedem Fall angemessen thematisiert wird und das Vertrauen in den Rechtsstaat stärkt, das muss dahingestellt bleiben. Aber wir müssen festhalten, diese Probleme gibt es querbeet durch alle Länder. Und richtig ist auch, in den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Hilferufe aus der Praxis. Zuletzt hat sich auch der Präsident des Landgerichts Stuttgarts noch einmal ausführlich gemeldet. Er hat davon gesprochen, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat in Gefahr sei. Also wir haben Gerichtspräsidenten, mit denen wir seit vielen Jahren im Austausch stehen, und Ihre Bürgerin aus Rüsselsheim, Herr Kummer, die irgendwie auch immer die gleiche ist seit mehreren Jahren im Rechtsausschuss, Sie werden permanent von einer Bürgerin aus Rüsselsheim angerufen, die Ihnen alles Mögliche zuträgt. Die brauchen wir für diese, vielleicht bringen Sie irgendwann mal mit, können Sie als Praktikantin anmelden und bringen Sie doch mal einen RTA mit, dann können wir uns da weiter austauschen. Also fehlt in allererster Linie weiterhin der Justizpersonal. Und deshalb begrüßen wir das ausdrücklich, dass es gelungen ist, dem Justizminister innerhalb der Landesregierung diesen Aufwuchs durchzusetzen, der jetzt in den Doppelhaushalt eingeflossen ist. Fast 500 Stellen netto mehr, davon das Gros, fast 400 Stellen schon für das kommende Jahr und dann die zweite Tranche im Jahr 2024. Das ist wahrlich einmalig in der Geschichte des Landes Hessen. Und alle Bereiche und alle Laufbahnen werden bedacht. Auch das ist richtig. Wir brauchen auch, wenn ich bei den richtigen Richterinnen und Richtern anfange, wir brauchen auch dringend die 66 zusätzlichen Stellen im Justizsektor, denn auch dort, dazu ist viel Richtiges schon gesagt worden, sind die Herausforderungen in den nächsten Jahren, die vor uns liegen, sind gewaltig. Und der Kern natürlich der Rechtsprechung sind die 100 R-Stellen, die Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Richtig ist auch, wir brauchen substanziell auf die nächsten Jahre hinweg noch mehr, aber wir müssen diese Menschen auch alle finden. Und wir haben dort auch die Bemühungen verstärkt, parteiübergreifend als Abgeordnete, soweit wir das beeinflussen können. Wir sind bereit, mit dem Richterwahlausschuss, der eine hessische Besonderheit ist, ein Verfassungsorgan ist, häufiger und schneller und intensiver auch zu tagen, jederzeit, wenn das angezeigt ist. Wir haben intensiv gesprochen dort beim letzten Mal auch über die Veränderung der Zugangskriterien. Wir haben uns, glaube ich, kann ich für die Kolleginnen und Kollegen aller Couleur sagen und auch die Vertreter der Richterschaft, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben die Zugangskriterien noch einmal moderat abgesenkt, zum zweiten Mal in dieser Wahlperiode. Das ist niemandem, der dort beteiligt war, leicht gefallen. Aber wir müssen auch sehen, dass inzwischen der Fachkräftemangel nicht nur bei Elektrikern und auf dem Bau angekommen ist oder in der Gastronomie und in anderen Bereichen, sondern wer hätte das gedacht? In unserer Vergangenheit sind ja einige Juristinnen und Juristen unter uns, die alle nur die Juristenschwämme noch im Kopf haben. Wer hätte mal gedacht, dass mal die Juristen in diesem Land knapp werden? Also der Fachkräftemangel ist in allen Bereichen angekommen. Und ich möchte mal zwei Zahlen einfach nennen. Zum Zeitpunkt meines eigenen zweiten Staatsexamen vor ziemlich genau 20 Jahren hatten wir über 10.000 Absolventen im Jahr mit zweitem Staatsexamen. Heute sind es noch 6.500. Und wenn ein gutes Drittel eben fehlt bei der Abgängerzahl, fehlt dieses Drittel eben überall und auch potenziell eben auch bei der Justiz und natürlich auch in der Anwaltschaft und in der Verwaltung. Und vor diesem Effekt ist niemand gefeit. Deshalb müssen wir unsere Anstrengungen dort intensivieren. Und ja, etwas abgesenkte Anforderungskriterien, mehr Gehalt, was ein grandios wichtiger Schritt ist, dass die ersten zwei Stufen abgeschnitten werden und auch alle, die schon im System drin sind, profitieren sollen. Das ist das eine. Das ist ein ganz wichtiger Anreiz, weil viele junge Bewerberinnen und Bewerber natürlich auch auf das Geld schauen, aber nicht nur. Ich habe den Richterwahlausschuss angesprochen. Wir haben eben diese Besonderheit in Hessen, die auch dazu führt, dass ein Aufnahmeprozess in die hessische Justiz auch mal 1, 2, 3, 4 Wochen oder auch mal 2 Monate länger dauern kann als in einem anderen Bundesland. In so einem Nachbarländern kann theoretisch ein Justizminister
am Tag des zweiten Staatsexamens einem jungen Bewerber oder einer Bewerberin eine Zusage erteilen und eine Urkunde in die Hand drücken. Die Möglichkeit haben wir nicht. Und es gibt auch gute Gründe, oder gab es 1946 auch gute Gründe, den Richterwahlausschuss in die Verfassung aufzunehmen. Es gibt auch gute Gründe, dass er auch bis heute fortbesteht. Aber es kann natürlich zu dieser kleinen Zeitverzögerung kommen. Und dafür, finde ich, ist eine sehr charmante und kluge Idee entstanden im Justizministerium, die sogenannte Assessorbrücke, auch was eigentlich vor allem für Fachpolitiker. Keine Brücke über den Fluss, sondern es ist eine Brücke über die Zeit, eben von der Staatsprüfung bis zur Einstellung in der Justiz. Und dass man diesen jungen, talentierten Menschen eine Gelegenheit bietet, sofort, unmittelbar nach dem zweiten Examen, weiter für das Land tätig zu sein, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt, die Jungen bei uns zu halten. Ja, und dabei sind wir nicht begrenzt. Es geht nicht nur um Richterinnen und Richter, deren Bezahlung, sondern es geht auch um Änderungen von Verfahren. Und auch da ist das Land Hessen weiterhin innovativ. Wir waren schon innovativ. Auch schon unter Roman Proseks Vorgängerin haben wir einige wegweisende Projekte angestoßen, beispielsweise beim Amtsgericht Frankfurt, das Projekt Frauke, wo es um Fluggastrechteverfahren geht. Schon länger beschäftigt sich die Justiz in Hessen und auch das Ministerium mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz zur Arbeitserleichterung für Richterinnen und Richter, genau wie das Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen auch seit vielen Jahren tun. Und ich finde, auch der Staat muss sich der modernen Mittel bedienen, die auch die Anwaltschaft schon längst nutzt. Und es muss uns auch zu denken geben, wenn in Frankfurt zum Teil jede dritte Klage eine Dieselklage ist, in Stuttgart wohl fast jede zweite Klage inzwischen. Da sieht man auch die wirtschaftliche Bedeutung gerade des Gerichtsstandorts Frankfurt. Aber es kann nicht im Sinne des Rechtsstaates sein, wenn auch Richterinnen und Richter dauerhaft auch einen entsprechenden Anteil ihrer Arbeitskraft dieser Massenverfahren widmen müssen. Ich glaube, da müssen wir auch mit der Zeit gehen und innovativer sein. Am Schluss entscheidet immer eine Richterin oder ein Richter, eine Richterin oder ein Richter. Aber der Weg zur Entscheidungsfindung, die können wir etwas abkürzen. Und zu den anderen Bereichen ist auch einiges gesagt worden. Die Rechtspfleger und die Rechtspflegerinnen, das sind diejenigen, die in der Justiz eine ganz herausragende und wichtige Arbeit leisten, von denen neben den Vollzugsbediensteten und den Richtern nicht so genauso häufig gesprochen wird, aber ohne die gar nichts geht. Und Herr Kummer, da Sie es hier wiederholt haben, will ich es auch hier noch einmal klar hinterlegen. Ich halte es für keine originelle Idee, sämtliche Ausbildungen aus allen möglichen Zweigen der hessischen Justiz in Rothenburg zu konzentrieren, was Sie, glaube ich, schon ein paar Mal vorgetragen haben. Wir müssen auch, wenn wir da junge Menschen weiter gewinnen müssen, ein bisschen schauen, wo die herkommen. Die kommen eben aus ganz Hessen. Und die Attraktivität der Justiz, glaube ich, wird nicht dadurch steigen, wenn wir noch mehr Menschen und möglicherweise auch über noch längere Zeit alle nach Nordhessen verfrachten wollen, sondern eben, ja, das stärkt den ländlichen Raum. Aber wenn da nicht alle hinwollen, sollten wir vielleicht auch ein paar Angebote im Rhein-Main-Gebiet aufrechterhalten. Von daher diese Idee, alles nach Rothenburg, und zwar möglichst lange, damit da viel los ist. Erstens ist in Rothenburg gar nicht so wenig los, wie alle denken. Und zum anderen will auch nicht jeder zwingend nach Rothenburg. Und wenn wir im Kampf um die besten und klügsten Köpfe sprechen, glaube ich, sollte die Justiz auch in der Fläche weiter vertreten sein. Und noch ein paar letzte Gedanken auch zum Verhältnis des Landes Hessen und der Länder zum Bund. Frau Schardt-Sauer hat viel Redezeit darauf verwendet. Es geht mir hier um kein Bund-Bashing. Aber ich meine, die Aufgabe eines Landesjustizministers und einer Landesregierung ist es schon, die Interessen des Landes Hessen dort kraftvoll auch gegenüber dem Bund zu vertreten. Und das Gute ist, Roman Prosek ist ja dort in der Justizministerkonferenz nicht alleine, sondern eine seiner Kolleginnen hat das neulich so treffend zusammengefasst. Es steht 16-0. Daran kann man sehen, dass die Landesjustizministerinnen und Justizminister sich in vielen Fragen einig waren. Der Bund hat ja auch ein neues Programm für den Rechtsstaat ausgerufen. Aber wenn man genauer hinschaut, geht es dort vor allem um neue Prestigeprojekte des Bundes, die die Länder nicht entlasten, sondern zum Teil den Landesverwaltungen sogar noch mehr Arbeit aufbürden. Neues Budget gibt es auch keins, so wie in der Vergangenheit, als noch die Große Koalition in Berlin regiert hat, gab es auch originäres Bundesgeld zur Stärkung der Justiz. Diesmal ist es so, dass der Bund eher noch mehr Arbeit macht. Diese Seitenbewegung oder diese Bemerkung sei mir dann schon noch gestattet. Ich hoffe, dass Herr Buschmann auch in den nächsten 3 Jahren, die er noch dafür zur Verfügung hat, seine Rolle noch findet. In seinem ersten Jahr, das kann man doch vielleicht ganz sachlich mal darstellen, ist er vor allem nicht als Justizminister aufgefallen, sondern vor allem
dadurch, dass er der Obergesundheitsminister sein wollte und sich diese täglichen Scharmützel mit Herrn Lauterbach über die Medien geliefert hat. Ich glaube, das ist nicht seine Aufgabe, wenn er zurückkommt, Justizminister zu sein und auch an der Stärkung der Justiz in Deutschland mitzuwirken, dann erfüllt er doch noch seine Aufgabe. Dafür hat er noch 3 Jahre Zeit. Aber ich glaube, von den 15 Minuten sollte man sich dieser Frage wahrlich nur 30 Sekunden widmen und zurückkommen zu Hessen. Und das Ganze kann man damit, glaube ich, abbinden. Hessen handelt, hier handelt die Landesregierung. Der Hessische Pakt für den Rechtsstaat hat seinen Namen nun wirklich verdient. Wir unterstützen als CDU-Fraktion diesen Weg ganz entschieden zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger, der hessischen Richterinnen und Richter, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justiz. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Die volle Unterstützung haben Sie dabei. Vielen Dank, Herr Heinz. Zu einer Kurzintervention hat sich Frau Hofmann von der SPD-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Allen Rechtspolitikerinnen und Rechtspolitikern, die sich mit der Materie auskennen, erscheint es so, dass ein ICE, der fast sozusagen gegen einen Betonbauer drohte zu fahren, dass man dort jetzt die Notbremse gezogen hat. Glücklicherweise hat man die gezogen, was aber nicht bedeutet, dass der ICE oder das Gefährt, mit dem man unterwegs ist, mit der nötigen Schnelligkeit und Zügigkeit unterwegs ist, wie das erforderlich sein müsste. Weil man kann die letzten 20 Jahre missratene Justizpolitik hier in Hessen nicht ungeschehen machen. Das ist einfach so. Und die Lücken und Löcher, die jetzt zu stopfen sind, sind eben immens. Und das kann auch kein Justizminister, auch niemand, der wie Professor Poseck mit Werft und mit Kompetenz das Ganze angeht, kann das nicht in einem Jahr umkrempeln. Und das muss man einfach mal auf den Punkt bringen. Und Herr Heinz, es ist schon beschämend, wenn Sie sagen, na ja, Gewaltverbrecher wurden auch in anderen Bundesländern entlassen, ist doch hier gar nicht so schlimm. Nein, ich sage Ihnen deutlich, so etwas darf nicht passieren. Das ist ein Sicherheitsrisiko für unser Land. Und ich möchte einen weiteren Punkt noch einmal gerade unterstreichen. Wenn man in einer Situation so ist, wie wir aktuell in der Justizpolitik sind, wo in vielen Bereichen Lücken zu schließen und Löcher zu stopfen sind, dann muss man in der Tat die richtigen Prioritäten setzen. Ich nenne mal den Bereich des Rechtspflegerbereichs, der schon angesprochen wurde, wo der Rechtspflegerverband zu Recht darauf hinweist, dass trotz eigenster Bemühungen und Kraftanstrengungen des hochmotivierten Personals wir viele Beschwerden, vielleicht sogar die meisten Beschwerden im Nachlass, Grundbuch, bei der Zwangsvollstreckung, in Betreuungssachen etc. haben und der Rechtspflegerverband zu Recht darauf hinweist, dass es 4 Jahre allein dauert, bis das entsprechende Personal, was jetzt zu wenig eingestellt werden soll, überhaupt ankommt. Insofern sollten Sie das noch einmal überdenken. Danke, Frau Hofmann. Herr Heinz, Sie haben Gelegenheit zur Antwort. Vielen Dank für die Gelegenheit zu erwidern. Das wissen Sie selbst, Frau Hofmann. Sie haben mich falsch zitiert. Ich habe nicht gesagt, das spielt in Hessen keine Rolle. Aber lassen wir das mal beiseite. Ich greife lieber Ihr Bild von dem ICE auf, das ja auf eine Wand zufährt. Halte ich für ein etwas schiefes und schräges Bild. Der ist vorher 230 gefahren, jetzt fährt er 300. Von daher, wir sind weiterhin auf einem guten Weg. Und der ICE, der wird auch in seinem Zielbahnhof ankommen. Vielen Dank, Herr Heinz. Damit haben wir die Regierungserklärung des hessischen Ministers der Justiz entgegengenommen und besprochen.